Ladies and gentlemen, the opening matchup in the prelims is set for three-minute rounds of amateur MMA in the lightweight division. First, we introduce the blue corner, standing 174 centimeters tall and weighing officially 69.2 kilograms. As an amateur, undefeated with two victories, fighting out of Regensburg, Germany, introducing Yanni Tamore. Across the cage in the right corner, his opponent standing 175 centimeters tall and weighing officially at 69.9 kilograms. As an amateur, one victory, two losses, one draw. Fighting out of Wiener Neustadt, Austria, introducing Ardit Ilyazi. When the action begins, your referee in charge, Islam Bisev. Okay, fighters, you know the rules. Listen to my commands at all time. Keep clean, fight fair. Und los geht's mit dem ersten Kampf des heutigen Abends. Ein Lightweight Bout mit 70,3 Kilogramm. Fighter ready? Fighter ready? Fight! Ja, du hast es richtig gesagt. Sie gehen gleich Richtung Clinch. Guter Schlagabtausch von beiden. Ein bisschen abtasten vielleicht noch am Anfang. Vorsichtiges Vorgehen von beiden hier. Ein Takedown-Versuch. Und jetzt muss er schauen, dass er da nicht auf dem Boden landet. Gianni macht ziemlich nach vorne. Ah, genau. Die ganze Zeit im Vorgang. Ja, Gianni macht das ganz, ganz gut. Holt sich die Ringmitte. Wir sagen dazu, dass heute dieser Kampf im Amateur mit Schützern ablaufen wird. Takedown-Versuch nicht durchgegangen. Jetzt hier gegen den Käfig gedrückt, kann sich Ardit hier rausringen. Sehr gut rausgekommen. Jetzt geht es hier im Stand weiter und Gianni wieder im Vorwärtsgang. Sehr, sehr souveräner Takedown. Ja, die Situation kennst du auch ganz gut, René, oder? Du hast schon öfters einmal in dieser Zwickmühle gesteckt. Zu oft, ja. Ich glaube, der Plan von Gianni Tamore ist es, seinen Gegner auf den Boden zu bringen und dort das Match so schnell wie möglich zu beenden. Ja. Die machen sich bezahlt. Und die erste Pause dieses Kampfes. Ja, punktemäßig. Ja, richtig. Gianni meines Erachtens in diesem Kampf punktemäßig ein bisschen weiter vorne, aber das überlassen wir den Judges.
an der Seite von Ardi Diliazi, Head Coach Gerhard Ettel aus dem Champions Gym. Gibt ihm die letzten Ratschläge noch, um in die neue Runde einzutauchen. Los geht die zweite Runde. Ich bin schon ganz gespannt, was wieder passieren wird. Hat er seinen Gameplan gewechselt? Macht er gleich weiter? Was passiert hier? Schöner Lowkick, guter Punkt. Noch einmal, Wahnsinn. Ganz genau, um da auch mit. Und Gianni verfolgt wieder seinen Gameplan, bringt ihn auf den Boden, versucht ihn hier in eine brenzlige Situation zu bringen. Gelingt es ihm? 2 Minuten 20 noch in dieser Runde. Ganz genau. Übrigens, René, alle Amateurkämpfe sind heute angesetzt mit 3x3 Minuten, im Gegensatz zu den Profikämpfen, die mit 3x5 Minuten angesetzt sind. Wie wir eigentlich vorher schon gesagt haben, beide auf dem Boden vorbereitet und los geht's bei beiden. Ja, Gianni Diamore bindet ihn wirklich super. Es ist sehr, sehr schwer, aus dieser Position rauszukommen. Sehr stabil auch der junge Mann. Gianni ist... Aber er ist draußen. Ja, er hat es geschafft jetzt. Jetzt müsste er ihn drehen versuchen. Wir sind schon ganz gespannt, wie es weitergehen wird. Kann er sich aus dem Käfig raus befreien? Oder bleibt es ein Stand-up-Kampf? Super Verteidigung wirklich von Adit. Man muss ja auch sagen, es ist wirklich sehr kräfteraubend, hier die ganze Zeit auf den Catch, auf den Deckdown-Versuch zu gehen. Ganz genau. Und er ist wieder durch. Er hat es wieder geschafft. Das sind wieder super Punkte für Gianni D'Amore. Schläge hier zum Kopf von Gianni. Er versucht das Ganze über die Punkte zu erreichen. Kann sich Adit hier noch befreien, aufstehen und wieder im Stand-up weitermachen. Muss jetzt auf den Rücken aufpassen, dass er ihn nicht zu sehr auf den Rücken lässt. Sieht aus, als ob er ihn wieder werfen wollen würde. Ja. 10 Sekunden noch in dieser zweiten Runde für die beiden Kämpfer. Und Pause. Sehr ausdauernde Runde wieder. Ja. Da wird es jetzt in der dritten Runde drauf ankommen, wer hat die Kondition, wer hat die Ausdauer. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass wir überhaupt in die dritte Runde kommen, ja, bei diesem Fight. Aber er haltet gut durch, Adit, wirklich, er kämpft dagegen. Und wie du vorher auch schon erwähnt hast, es ist wahnsinnig kräfteraubend, wenn man hier dauernd gegen den Käfig gepresst wird und versuchen muss rauszukommen. Absolut. Wahrscheinlich die zwei Runden werden jetzt da den Gianni zugesprochen werden. Jetzt da muss Adit Druck machen, er muss finishen. Ich sehe das genauso, jetzt muss Adit punkten, er muss hier raus, er muss hier zeigen, was er drauf hat. Und Gerhard Ettel macht schon Andeutungen, wie wir sehen, soll die hintere gerade bringen. Ja. Jetzt muss er durchstarten, wenn er die Partie noch gewinnen will. Und los geht's in die dritte Runde. Ready? Fight! Dritte und letzte Runde für Gianni D'Amore gegen Ardit Iliazi. Beide sehen sicher aus im Standkampf, ein bisschen lediert schon von den vorigen Runden, ja, aber das ist ganz normal.
Schöne Kicks zum Körper. Oh ja, der nächste Takedown-Versuch. Kann sich aber befreien. Ist er in der Guillotine drinnen? Nein, nicht ganz. Ich kann es von hier aus jetzt nicht ganz sehen. Nein, nein, ist er nicht. Geht er wieder auf den Double Leg, okay. Ardit probiert hier auf den Beinen zu bleiben, aber schafft es leider nicht. Jetzt muss er sich was einfallen lassen, Ardit. 2 Minuten noch. Jetzt ist Taktik gefragt. Muss so schnell wie möglich aus der Position jetzt rauskommen. Auch Schläge bekommt er in dieser Position, was alles Gianni D'Amore zugute kommt in Punktezahl. Muss jetzt da auf seinen Rücken aufpassen, dass er nicht in den Real Naked Choke geht. Schöne Schläge von Gianni D'Amore zum Kopf. Aus der Ecke des Trainers hört man Anweisungen an Gianni D'Amore. Punkte machen jetzt mit den Knien. Ganz genau. 1 Minute 20 noch übrig in der letzten und dritten Runde. Gerade in so einer Position, wo jetzt nicht viel passiert und er hat ihn wieder unten, muss man Punkte machen. Ja. Egal ob mit Knie oder ganz Schlägen. Genau. Jeder Schlag ist ein Punkt oder führt zu einem Punkt. Ardit sieht schon ein bisschen müde aus. Jetzt muss er noch ein bisschen durchhalten und schauen, dass er eine Action bringt. Gianni D'Amore hört auf seinen Corner. Schlag weiter, macht Punkte. Er macht das sehr gut hier. Super Leistung von Gianni. Man muss dazu sagen, Gianni D'Amore kommt aus dem Trainingslager von Regensburg. Sein Trainer ist Solt Nagy, ein wahnsinnig starkes Team. Viel Bodenkampf, viel Ringen, super Typen alle miteinander. Die letzten 10 Sekunden brechen an. Und das Signal. Jetzt muss er arbeiten, um die Sache sicher nach Hause zu reiten. Ja. Bringt ihn da wieder runter. Und aus. Ja, Karl, ich glaube, das wird ziemlich eindeutig sein. Da konnte er leider nicht ganz mithalten. Da konnte Ardit nicht mit allen Punkten. Gianni D'Amore, super Leistung von dem jungen Mann aus Regensburg. Wahnsinn. Wir gratulieren ihm vorerst, aber wir warten noch einmal auf die Judges. Aber wie schon vor dem Fight angepriesen, es wird viel im Clinch passieren. Viel am Catchwall. Ganz genau. Es war viel Clincharbeit drinnen, es war viel Bodenarbeit drinnen, es waren viele Takedown-Versuche und Versuche auch den am Boden zu beenden. Man sieht es auch jetzt super, wo die Muskeln aufgepumpt sind. Ja. Er ist körperlich schon. Eine Top-Physis hat dieser Gianni. Jawohl. Ein wenig überlegen. Und zeigt uns noch immer, dass er fit ist. Super Leistung hier. Von beiden natürlich. Ladies and gentlemen, a round of applause for both fighters. Come on. 3 rounds, and we go to your judges for the decision. All 3 judges see it about the same way. 30-27, 30-27, 30-26. Your winner by unanimous decision in the blue corner, Gianni D'Amore. Und wie wir es uns erwartet haben, Gianni D'Amore gewinnt nach Punkten dieses Matchup. Wirklich ein super Kampf, muss man sagen. Jede Runde eigentlich dominiert. Ja, eindeutig. Nee, so war's. Super Leistung. Aber wie man es gewohnt ist, eine Umarmung, Shake Hand auch zwischen den Teams. Das ist Sport, Play. So soll es sein. Wir möchten auch an dieser Stelle anmerken, es ist ein Sport und Fairness zählt. Hier sehen wir die Wiederholung noch einmal.